Hallo, grüß Gott miteinander. Es ist wieder mal Zeit für die Fleischdiskussion. Arbeitsschutzkontrollgesetz. Und heute spreche ich mit der Elvan Korkmaz. Die Elvan? Ja. Und das werden wir jetzt gleich verbunden. Oh, Thomas Münnig! Bürgermeister aus Kleinheubach, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen, Thomas. Und viel, viel schöner, dich zu sehen, Elvan. Hallo Bernd, ich grüße dich. Hallo. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, das sieht man gleich, dass du im Ausschuss Digitale Agenda bist. Das ist jetzt Rekordzeit, wie schnell, dass du das alles hier verbunden hast. Ja. Ja, danke, dass du live gegangen bist und mich dazu geholt hast, ne? Also hast du hier eigentlich so die Hauptaufgabe. Aber heute reden wir über was Analoges, oder? Was ganz Analoges, was so ziemlich Fleischiges, ne? So ein richtig uraltes Handwerk, ja. So ist es, aber ein ganz, ganz wichtiges für unser Land. Tausende Jahre alt hier. Und bei dir ist die Zentrale, gell, in deinem Wahlkreis? Ja, also mein Heimatwahlkreis Gütersloh, der ist ja über alle Grenzen hier bekannt geworden. Jeder, der vorher nichts mit Gütersloh anfangen konnte, weiß es jetzt seit dem Corona-Ausbruch im Werk von Tönnies. Und wir sind irgendwie zu Ruhm gelangt, der jetzt nicht besonders schön für uns ist. Aber ich kann dir versprechen, mein Heimatkreis hat sehr, sehr viel mehr zu bieten. Und ich lade dich auch gerne mal ein, Bernd, komm mal vorbei. Unbedingt. Da gibt es sehr, sehr viel, was du dir angucken kannst. Ich habe ja deine Rede verfolgt. Am 10. war es, glaube ich, der 10. September, wenn ich mich richtig entsinne. Das war unsere erste Lesung des Fleischgesetzes, Arbeitsschutzgesetz. Und da hast du ja geschwärmt von deinem Landkreis und von deiner Heimat und dass es viel, viel mehr zu bieten hat. Die Schlagzeilen damals waren natürlich ganz, ganz andere. Und ich kann mich erinnern, auch bei uns im Frankenland, in Bayern, da wurden die ja verfolgt, die Gütersloher, mit ihrem Auto, wenn sie gekommen sind. Das waren ganz böse Menschen. Naja, das ist, kann man so leider ja nicht sagen. Es Nein, ist traurig, eben. Was wir da durchmachen mussten. Und es war eben so, dass sich eigentlich die Mehrheit hier der Bürgerinnen und Bürger an alles gehalten haben. Wir da ziemlich gut durchgekommen sind, so die ersten Monate durch die Corona-Zeit. Und dann mit einem Mal hat man wegen Nachlässigkeiten eines Unternehmens dann plötzlich solche Schlagzeilen. Ja, und musste dann sich irgendwie verjagen lassen in den verschiedensten Landkreisen. Oder man durfte dann zu Hause bleiben, Urlaube wurden abgesagt etc. Das war schon nicht schön für die Leute, das muss ich sagen. Das ich fand es damals war verdammt ärgerlich. Ganz, ganz schlimm fand ich das und ich habe total mitgelitten mit den lieben Leuten aus Gütersloh und Umgebung, weil das ist ja nicht in Ordnung. Das kann ja morgen uns treffen, jeden treffen und dann wirst du am Pranger gestellt und kannst gar nichts dazu. Also von daher ist gut, dass wir da jetzt einiges auf den Weg gebracht haben. Darüber wollen wir, glaube ich, sprechen, gell? Genau so ist es, genau so ist es. Also ich kann viel Fachliches beitragen, aber mich interessiert schon auch, wie sehen die Leute bei dir das? Haben die gesagt, ach, das hätten wir doch alles nicht gebraucht? Oder sagen die, das ist okay, geht jetzt die Welt unter? Ja. Kann man auch nach wie vor noch eine Bratwurst, eine Currywurst oder einen Steak irgendwo kaufen? Ich glaube schon. Ich glaube, das gibt es auch nächsten Sommer. Die Grillsaison muss nicht ausfallen. Das ist die gute Nachricht, gell? Ja. Ja, das wichtig. Mir ist erstmal wichtig, Bernd, jetzt nochmal klarzustellen, wir reden ja nicht erst seit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies darüber. Ich bin ja meine erste Legislatur im Deutschen Bundestag und ich bin ja sehr, sehr schnell auf dich zugekommen, habe gesagt, du Bernd, das ist ein ganz, ganz, ganz drängendes Thema bei mir im Wahlkreis. Da muss was passieren. Wir haben da ganz schlimme Arbeits- und Lebensbedingungen für die Menschen. Und es ist ja auch eine Last mit den Menschen, die hier hinkommen, in schlechten Bedingungen leben, deren Kinder, die nachholen, die müssen hier integriert werden, zur Schule gehen etc. Das ist auch eine riesen Integrationsaufgabe für die Kommunen, die dahinter stehen, ganz viele Initiativen, die sich hier einbringen, aber die doktern natürlich so an den, sage ich mal, Symptomen herum, aber das Übel lösen wir im Grunde nur, wenn wir deren Arbeitsbedingungen verändern. Und was können wir da machen? Und wir sind ja schon lange im Gespräch und wir haben dann vor 2 Jahren ja auch knapp mit deiner Unterstützung dann in der Landesgruppe NRW ja einen Beschluss gefasst, wo wir gesagt haben, so, wir müssen die Kontrollen erhöhen, wir müssen den Arbeitnehmerbegriff der Werkverträge schärfen, wir müssen die Bußgelder erhöhen. Und das waren so Maßnahmen, wo wir gesagt haben, damit kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Und es ist ja Wahnsinn, dass jetzt knapp 2 Jahre danach Werkverträge einfach so verboten werden. Das hätten wir uns ja nicht träumen lassen, sage ich mal, vor 2 Jahren. Hätte ich,
Da hätte ich nie eine Wette drauf abgeschlossen und ich habe gedacht, Mensch, diese Elwan, ich freue mich, dass sie im Bundestag ist. Ich habe dich ja auch oft im Verkehrsausschuss vertreten und wir waren dann auch nebeneinander gesessen. Ich bin auch im Arbeit- und Sozialausschuss. Aber das war mutig von dir und du warst da so massiv und hast gesagt, da kommt nicht mehr, no, das ist toll. Und so ist es gekommen und da sieht man, dass man natürlich mutig sein muss, dass man auch Visionen haben muss, aber dass die nicht irgendwo im Hirngespinst sind, sondern in der Ja, Realität sind. Und genau. diese Realität hat ja dir und mir und allen recht gegeben. Ich möchte vielleicht zu Beginn einmal, bevor dass wir so in die Details gehen und was wir so alles machen, einfach mal erzählen. Und ich habe das letzte Woche am Mittwoch, gegen Spätnachmittag, auch in meiner Rede, letzten Mittwoch noch einmal im Bundestag gesagt, im Plenum, als da es um einen europäischen Mindestlohn und so weiter ging. Wir können sehr viel in unserem Land und wir sind sehr, sehr stolz auf unser Land und wir haben gute Bedingungen und alles Mögliche. Aber eines können wir nicht, für all die, die zuschauen. Wir können nicht mit eigenen Kräften die Pflege gestalten, die Busse fahren, den Müll organisieren, die Alten pflegen, Fleischereien betreiben und so weiter. Wir sind angewiesen, wie kein anderes Land, auf Menschen, die zu uns kommen und diese Tätigkeiten machen, weil es nicht genügend Leute gibt, die das bei uns machen oder auch machen wollen. Müssen wir ehrlich sein. So. Und wenn dann diese Menschen, hauptsächlich Bulgarien, Rumänen, Bulgaren, Rumänen zu uns kommen, dann darf man die nicht ausnutzen und betrügen und schlecht unterbringen. Diese Menschen haben die gleichen Rechte wie du und wie ich. Und Genau so unser ist Job es. ist einfach auch, ordentliche Rahmenbedingungen zu setzen. Und was denken die auch von Deutschland? Die sagen sich, das hätten wir nicht gedacht. Wir kommen dahin und schämen uns fast, wenn wir zurückkommen, werden wir gefragt und dann sagt keiner, furchtbar, geh nicht nach Deutschland. Die sagen dann alle, toll, geh nach Deutschland. Aber diese Unterbringungsmöglichkeiten in diesen Gemeinschaftsunterkünften oder manchmal auch Gammelunterkünften, wo erwachsene Menschen, meistens Männer, zu dritt, zu viert, zu fünft in einem Zimmer untergebracht waren, manchmal sogar zusammen in einem Bett. Der eine war in der Schlachtbank, der andere hat geschlafen, die waren verschimmelt oft und Ja. dafür mussten die richtig viel Geld abdrücken und wurden eigentlich betrogen. Das war ein Geschäftsmodell. Und das sind alles so Dinge, ja, Elvan, wir wissen das seit vielen Jahren. Und wir haben auch nicht tatenlos zugeschaut. Wir Nee. haben 2014 die ganze Branche in den Mindestlohn mit aufgenommen. Es hat damals Tarifverträge gegeben. Warum hat es Tarifverträge gegeben? Weil sie natürlich dann erst einmal 2 Jahre lang den Mindestlohn nicht bezahlen mussten, sondern darunter bleiben konnten. Aber das war trotzdem noch positiv, weil es das erste Mal Tarifverträge gab und die Gewerkschaften den Fuß in der Tür hatten. Und dann hat man sich da aber wieder auch davon geschlichen, als man gemerkt hat, jetzt ist die 2 Jahre rum, jetzt muss ich Mindestlohn zahlen, also brauche ich ja keine Tarifverträge mehr und egal. So, dann haben wir 2017 wieder ein Fleischgesetz gemacht, um die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern. An dieser Stelle war auch Sigmar Gabriel ein Kämpfer dafür und hat damals die faire Mobilität als Wirtschaftsminister. Das ist diese Einrichtung des DGB, die seit 10 Jahren eine sehr gute Einrichtung sind und einen guten Job machen, Genau, finanziell die haben gestärkt. übrigens auch ein Büro hier noch bei uns im Wahlkreis, also So. bei mir im Wahlkreis, weil das natürlich wirklich ein Riesenthema hier bei uns Also vor es ist Ort noch ist. einmal ein Grund, zu dir zu kommen und hoffentlich schauen die uns zu heute, die Frauen und Männer von der fairen Mobilität. Das kam dann der Wirtschaftsminister Altmaier und hat das alles zusammengespart und hat die Gelder gestrichen, damit die nicht mehr so gut arbeiten können. Aber gerade die machen ja einen super Job und decken das Ganze auf. Also So haben ist wir es. jetzt auch mit unserem Arbeitnehmerentsendegesetz vor vielen Monaten, im Juni war das gewesen, auch diese faire Mobilität noch einmal richtig gut ausgestattet mit Geld, aber nicht nur so einmalig mit Geld, sondern dauerhaft mit Geld, dass die auch planen können, dass die Frauen und Männer, die dort arbeiten, die können mehrere Sprachen, müssen sie auch können, Ja. dass die nicht irgendwie wissen, nö, jetzt habe ich noch einen Teilzeitvertrag, muss in einem Jahr weg, und sondern die können sich jetzt dort ordentlich einrichten, können einen guten Job machen. Das haben wir alles auf den Weg gebracht. Genau so ist es. Es ist, glaube ich, auch wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen.
dass das bei uns auch immer klar war. Und ich habe ja auch gesehen, so was können wir auf Bundesebene machen. Du hast ja auch schon gesagt, wir haben da tatenlos nicht zugesehen, haben da einiges probiert. Auch Andrea Nahles hat ja schon damals in der Legislatur davor als Arbeitsministerin schon alleine probiert, das zu durchbrechen. Und leider sind wir da ja auch nicht weitergekommen. Wir haben aber auch, das muss man auch sagen, als SPD hier vor Ort sehr viel gemacht, dass wir auf der kommunalen Ebene schon gesagt haben, solange wir auf die Bundesebene warten müssen, vielleicht schaffen wir hier schon mal was und haben da auch ein Beratungsnetzwerk gefördert etc. und da wieder Anträge gestellt und die Leute nochmal ausgestattet und da Sachen in Richtung Integrationsleistung gemacht. Wir haben ja einige Kommunen, die Vorreiter waren und das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW, was wir haben, dass die das ausgenutzt haben, dieses Instrumentarium und sich nochmal quasi verschärft angeguckt haben, wie die Lebensbedingungen sein müssen, wo wieder Wohnraum sein muss, was die Mindeststandards sind, dass die da auch tatsächlich reingegangen sind und das kontrolliert haben. Das muss man sagen in den letzten Jahren. Also auch die kommunale Familie hat da sehr, sehr viel für getan. Und das Ja, ist deshalb jetzt wirklich klasse, dass wir auch das Gesetz haben, damit es jetzt mit einem großen Sprung nach vorn gehen kann für alle. das sieht man auch, wie wichtig das ist, dass Bund und Land hier an einem Strang und auch in die gleiche Richtung ziehen, weil So ist es. der Bund hat zum Beispiel den Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Zoll, der kontrolliert die Beschäftigungsverhältnisse, der kontrolliert die Arbeitszeit. Aber was er nicht kontrolliert, das sind Hygienemaßnahmen, Unfallgeschehen. Dafür sind nämlich die Länder zuständig. Ja. Jetzt kann man sagen, oh, einer ist immer zuständig, aber es ist nun mal so. Und das sind die Gewerbeaufsichtsämter. Und gerade diese Gewerbeaufsichtsämter in den Ländern, die sind über die Jahre auch kaputt gespart worden. Und deswegen war es ja wahrscheinlicher, dass man im Leben vom Blitz getroffen wird, wie vom Gewerbeaufsichtsamt oder vom Zoll kontrolliert wird. Und Ja. es ist natürlich ein Problem. Da wissen manche, naja, die nächsten 40 Jahre schaut keiner vorbei, also kann ich schludern. Damit ist auch Schluss jetzt. Und was du sagst, Elvan, ja, zwei Dinge kamen uns zu Pass. Eigentlich schade drum, aber ich bin nach wie vor doch froh, dass es so ist. Einmal diese groß angelegte Kontrollaktion auch bei euch, die ja Hunderte oder Ja. Tausende von Verstößen Oh ja. offenbart hat. Wir wussten das, aber die Öffentlichkeit weiß. Und dann kam Corona. Und Genau. Corona hat, so schlimm wie das alles ist, dieses furchtbare Corona, und wenn wir das abschalten könnten, würden wir das tun. Aber jede Krise hat auch eine Chance. Helmut Schmidt hat das gesagt. Und da kommt einfach vieles auch zutage. Wir machen jetzt hier eine Schalte vom Spessart, vom tiefsten Spessartwald, wo ich wohne. Ich lade dich auch gerne mal zu mir ein. Das ist noch viel schöner als in Gütersloh. Darüber lässt sich streiten, Bernd, das weißt du doch. Aber wir machen das digital Ja. und haben ja einen Schwung erlebt. Und gerade auch in der Pandemie haben wir gesehen, wie die Hygienebedingungen sind. Und dann kommen wir wieder drauf, dass es eben nicht egal ist, was die innerhalb der Werkstore machen. Es geht um Menschenrechte, es geht aber insgesamt um den Gesundheitsschutz der ganzen Bevölkerung. Und das hat Wirkung nach außen. Und das haben wir ja gesehen. Das war ja zu Beginn unseres Gespräches, dass ihr plötzlich dann in Quarantäne musstet, nicht mehr fort konntet, irgendwo verfolgt und geächtet worden sind. Wie schlimm ist das denn alles? Und von daher hat auch die Expertenanhörung im Deutschen Bundestag gesagt, Mensch, das, was ihr da vorhabt, Werkverträge zu verbieten, Leiharbeit zu verbieten, das haben wir alles gemacht übrigens. Das ist verboten. Aus, vorbei. Das ist schon mutig. Und ist das denn mit der Verfassung im Einklang? Und ja, das ist es, weil ein übergeordnetes Interesse da ist, weil man sagen kann, es ist nicht egal, was die in ihrem Zaun da machen, sondern es hat Außenwirkung. Und lang hat es nichts genutzt. Also ist jetzt das nicht nur in Ordnung, dass ihr es macht, sondern Genau. es ist sogar geboten, dass ihr es macht. Ihr müsst das sogar machen. Ja. Und da freue ich mich echt drüber, dass wir das Ja, geschafft haben. ja. Was mich hier vor Ort immer noch so als Frage, womit man mich hier konfrontiert hat, ist natürlich immer noch dieses, okay, ihr wusstet als SPD immer, habt das aber nicht machen können, weil ihr natürlich auch einen Koalitionspartner habt und genauso ist es ja, an uns lag es nicht, wir hätten uns das alles früher schon gewünscht und auch gerne gemacht, weil wir natürlich die Notwendigkeit immer schon gesehen haben. Aber dann kamen eben diese zwei Punkte dazu, wie du gesagt hast, und dann war plötzlich auch beim Koalitionspartner die Erleuchtung da und wir konnten das dann machen. Hubertus Heil, das muss man ja sagen, hat ja sehr, sehr schnell dann einen wirklich guten Entwurf dann auch präsentiert im Kabinett. Der ist dann ja schon im Juni durchgegangen, wo wir alle gesagt haben, Wahnsinn, richtig gut. Und ich weiß, dass ich noch mit Hubertus Heil telefoniert hatte und er mir sagte, ey, im Herbst,
dann werden wir einen guten Gesetzesentwurf haben. Und dann rief er mich an und sagte, oh, das klappt aber schon eher, nur dass du weißt, nächste Woche geht es ins Kabinett. Da habe ich gesagt, wow, sind ja tolle Nachrichten, klasse. Und dann ist es im Juni durchs Kabinett gegangen und sollte dann Anfang Oktober durch den Bundestag, wir hatten ja einen sehr, sehr ambitionierten Zeitplan, sollte Anfang Oktober durch den Bundestag und dann direkt durch den Bundesrat. Und dann hätten wir quasi am, ich glaube, 8. oder 9.10. hätten wir dann die Beschlussfassung und quasi ein fertiges Gesetz. Und jetzt ist ja von Oktober bis ja, letzte Woche im Deutschen Bundestag eine ganze Menge an Zeit vergangen, 3,5 Monate. Und die Leute fragen sich dann schon, und das ist das, was man mir immer gesagt hat, warum klappt es denn nicht? Ihr sagt doch, das Gesetz kommt. Und es geht, der erste rückt immer näher, dann soll es kommen. Und warum läuft das da nicht? Ich weiß natürlich, was die Hintergründe sind. Wir waren ja immer wieder im Gespräch. Du bist ja auch der Berichterstatter, das muss man so sagen. Du hast also auch dieses Gesetz für uns verhandelt innerhalb der SPD. Ja. Und vielleicht erzählst du einfach mal, woran das lag und was auch die Knackepunkte waren, warum der Koalitionspartner nicht mitgezogen hat. Das kann ich ja vielleicht schon mal so verraten. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, da ist ein Krimi, der Tatort, da von der Abend nichts dagegen. Und das ist spannend. Und am Ende des Tages motiviert mich sowas auch. Weil die tägliche Arbeit, wenn man sieht, dass es nicht so schnell vorangeht, wie man das will. Weil ein Koalitionspartner, und das war die CDU-CSU, am Anfang aufgesprungen sind und gesagt haben, das geht so nicht und es muss sofort geändert werden. Und ich glaube, der Herr Brinkhaus ist ja aus deinem Wahlkreis. Ja. Der ist auch losgerannt, wollte einen Hammer rausholen und wollte alles sofort regeln. Da hat es Applaus gegeben. Und dann hat man festgestellt, dass die sich vom Acker machen, dass die im Bremserhäuschen sitzen, dass die kommen, die CDU, CSU mit, ja, hier können wir nicht, da können wir nicht, das ist doch schwierig. Und haben eigentlich gehofft, dass da viel Gras drüber wächst und keiner mehr drüber spricht und es wieder weitergeht. War die Fleischlobby da zu stark eigentlich, Bernd? Ach, ja, natürlich ist die Fleischlobby stark, aber das erwarte ich von denen auch. Ich erwarte es von jedem Lobbyisten, dass er für seinen Bereich kämpft ohne Ende. Aber ich erwarte auch von jedem Politiker und von jeder Politikerin, dass man sich das anhört. Und ich habe mir vieles angehört. Und das ist ja auch notwendig. Du musst mit allen sprechen. Ja. Mit den verschiedenen Verbänden, mit Unternehmen, mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgebern, mit der fairen Mobilität, mit den Kirchen, mit Gott und der Welt musst du sprechen. Aber am Ende des Tages musst du selber entscheiden. Dafür hocken wir in diesem Bundestag. Und deswegen war mir das so wichtig, dass wir in dieser Geschichte hart bleiben. Und ich hätte da auch niemals als Berichterstatter, das ist mir dann völlig wurscht in dem Sinne, wurscht, wurscht, dass dann hätte man kein Gesetz gemacht. Dann hätte man einfach kein Gesetz gemacht und hätten gesagt, seht ihr, diese schlimmen Zustände, die sollen so weitergehen. Es liegt nicht an uns, es liegt nicht an der SPD, hier. Und deutlich aufgezeigt. Und ich bin echt froh, aber dass das nicht so weit gekommen ist. Ich bin froh, dass die Vernunft eingezogen hat. Knapper hätten wir es nicht machen können. Das stimmt. Das war auf dem letzten Millimeter, extra noch einen Tag vorher, auf Mittwoch noch die zweite, dritte Lesung im Bundestag letzte Woche. Am Freitag hat der Bundesrat zugestimmt und der Bundespräsident hat seinen Füllfederhalter auch schon aufgeschraubt und die Pinde angewärmt, dass schnell die Unterschrift noch drunter kommt, weil es soll ja, und es wird auch zum 1. Januar in Kraft treten. Also wirklich an dieser Stelle ist es immer interessant, wenn dann die Lesungen sind im Bundestag, zwei Drittel Lesungen, dann kommen die Freunde von der CDU und sagen, wie toll dass das alles ist. Hätte man schneller haben können, mit weniger Zeitaufwand, mit weniger Nerven. Und eines muss ich sagen, der Hubertus Heil, der ist bärenstark. Das ist ein toller Politiker, den juckt da nichts und er sagt, das will ich jetzt und diesen Weg gehen wir. Und ich bin heilfroh, dass wir gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Und ich bin echt stolz aufs Ergebnis.
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sein. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen ein Gesetz, das wirklich durchgreift, das die Situation dort wirklich ändert, die Arbeitsbedingungen und die Lebensbedingungen der Menschen. Das haben wir geschafft, ohne irgendwelche Formelkompromisse. Und da kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr stolz drauf sein. Ich hatte ja zwischendurch schon mal Panik, weil man hört ja immer wieder, so ein Flügel der CDU macht sich auf und sagt, okay, Werkverträge, das könnt ihr gerne verbieten, aber wenn ihr an die Leiharbeit rein wollt, dann müssen wir eine Quote haben, wir müssen das öffnen, ganz auf Leiharbeit verzichten geht nicht. Dann gab es ja mal so Vorschläge mit 30%. Habe ich ja hier gedacht, wenn wir 30% aufmachen, dann haben wir ja quasi schon wieder das Konstrukt der Werkverträge nur durch die Hintertür, durch die Leiharbeit. Und ich weiß noch, dass ich dann immer auch zu dir gekommen bin und dass du mir die Sorgen genommen hast. Und nein, Eva, wir bleiben hart. Wir bleiben hart. Und am Ende kriegen wir ein Gesetz, das tatsächlich durchgreift und was verändert. Also dafür, Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich. Also mich hat das immer sehr beruhigt, dann immer mal bei dir einen Zwischenstand auch abzuholen und zu sagen, so, wo seid ihr eigentlich bei den Verhandlungen? Vielen, vielen Dank. Also da habt ihr wirklich hart verhandeln müssen die ganzen letzten Monate. Und Ja, das ist auch gescheitert. Also die ja, Verhandlungen sind auch gescheitert. genau. Ich bin der Berichterstatter, ich bin da zuständig, ich bin verantwortlich, aber ich bin nicht da der Allergrößte. Es gibt immer Chefs über einem Ja. und dann kommt der Sprecher und der sagt auch, der Bernd hat recht und wir machen nicht weiter, dann geht es in die Fraktion und wenn es gar nicht gegangen wäre, hätten am Ende des Tages die Parteivorsitzenden abstimmen müssen und dann hätten die sich in der Koalitionsrunde getroffen. Aber entscheidend ist, dass wir auf SPD-Seite immer ganz, ganz eng miteinander gesprochen haben und ganz, ganz eng waren und die genau wussten, wie läuft denn das jetzt ab. Und wir hatten lange Verhandlungsrunden. Und ich weiß gar nicht, das macht mir immer irgendwie abends und nachts, das verstehe ich auch nicht. Ich schlaf gern nachts, aber das waren dann immer aufregende Abende und Nächte und ziemlich lange auch. Und ja, ich kann da vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, dann Sehr kommen gerne. irgendwelche Argumente und das müssen wir. Und ich habe dann immer gesagt, das mache ich nicht. Warum? Weil ich es nicht mache. Ich mache doch nicht mit. Punkt. Aus. Das ist nicht verhandelbar, weil ich wusste, in dem Moment, wo wir Werkverträge verbieten und diese Leiharbeit zulassen, dann schwappt es einfach drüber. Dann wird ein anderes Schild dran gehängt, dann ist es denen doch völlig wurscht, ob das jetzt wieder Werkverträge nicht mehr gibt, dann gibt es halt Leiharbeit. Und dann hätten wir ein Gesetz gemacht, was das Papier nicht wert gewesen wäre. Und so haben wir die Flexibilität erhalten, aber nur für Tarifverträge und auch nur in der Fleischverarbeitung. Und jetzt muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auf die Gewerkschaft zugehen, und zwar auch nur die Arbeitgeberin, die tarifgebunden ist, also so UT-Mitgliedschaft, Außertarifmitgliedschaft, die gelten nicht mehr ohne Tarifbindung. Und dann müssen die sagen, ich hätte gern mit dir einen Tarifvertrag machen, dass ich in der Fleischverarbeitung weiterhin Leiharbeit einsetzen kann. Und dann kann die Gewerkschaft sagen, machen wir nicht, das ist die NGG. Oder aber die Gewerkschaft sagt, ja, können wir drüber reden, aber dafür reden wir doch mal über den Lohn, reden wir mal über Urlaubsgeld, über Weihnachtsgeld, über Kündigungsschutz, Genau. über. Und dann hast du endlich den Fuß drinnen, dass wir Bindung stärken. In Deutschland haben wir noch viel zu wenig Tarifverträge Ja. und in dem Fleischindustrie, in der Fleischbranche eigentlich gar keine. Da gibt es ganz wenig Tarifverträge und von daher ist es möglich. Wir haben aber, letzter Satz auch, nicht gesagt, naja, macht mal was. Das ist ja Tarifautonomie. Da vertrauen wir auch drauf. Das hat uns jahrzehntelang stark gemacht in Deutschland. Aber wir haben schon Leitplanken gesetzt. Wir haben Leitplanken gesetzt und haben gesagt, wenn ihr das macht mit Leiharbeit, dann ist Equal Pay und Equal Treatment, gleiche Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen vom ersten Tag gültig. Was anderes Genau, geht nicht. genau. Höchstüberlassungsdauer 4 Monate, mehr geht nicht. Und maximal 8%. 8%. Also wenn du einen Betrieb hast mit 100 Leuten, kannst du 8 Leute in Leiharbeit. Und dann musst du es noch im Zoll sagen, dass es auch kontrolliert werden kann, weil nicht, dass irgendwie 8% keiner mehr weiß, wie viel ist denn das, 8%? Wie viel habe ich denn? Und dann wird irgendwie was konstruiert. Nee, da wird nichts konstruiert. 8%, das lernt man in der Schule. Das sind 8 von 100 und dann ist Schluss. Und das kontrolliert der Zoll.
Bernd, das ist ja immer so eine Sache, du hast es ja auch gesagt, so der Zoll, der kontrolliert, wir fahren da ja auch nochmal die Stellen hoch, haben da ja auch nochmal Geld auch hintergelegt, dass das eben keine leeren Versprechungen sind und wir ein Gesetz haben, der aber ein zahnloser Tiger ist, weil es eben keiner kontrolliert. Bußgelder haben wir ja auch hochgeschraubt, das muss man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Wie schaffen wir es denn jetzt tatsächlich, dass es ab dem 1.1. tatsächlich so auch wirkt und alle sich dran halten? Wie gewährleisten wir das? Ja, da schaut uns gerade der Stefan Ulrich Adamski zu. Der hat einen Finger gehoben. Das ist nämlich ein alter Zöllner und ist Ah, bei okay. der Verdi und ist im Finanzministerium Personalrat in Berlin. Ein Freund von mir. Und ja, das muss natürlich jetzt wirken. Also es ist nicht so, dass wir am 1. Januar aufwachen früh und die Welt ist in Ordnung. Es muss wirken. Wir müssen vieles aufbauen. Es muss kontrolliert werden. Wir haben eine Mindestbesichtigungsquote durch den Zoll und durch die Gewerbeaufsicht von 5%. Jetzt kann man sagen, oh Gott, das ist ja viel zu wenig, 5%. Wir müssen aber ja wissen, dass wir im Moment weniger als 1% haben. Das heißt, wir müssen diese ganzen Kontrollen verfünffachen. Das heißt, man braucht Personal, man muss Leute einstellen, man muss sie ausbilden. Man muss da mal ins Laufen kommen. Und es wird sicherlich ein paar Monate dauern, bis das alles läuft, funktioniert. Es wird eine neue Behörde geschaffen bei der Bundesaufsicht für Unfallverhütung und Arbeitssicherheit, bei der BAUA, die nämlich das erste Mal Standards für Gemeinschaftsunterkünfte auch definiert und wo dann auch zusammenstrahlt, wie viel ist denn kontrolliert worden, wie sehen denn die Kontrollen aus, damit man mal Transparenz bekommt. Und dann muss man natürlich auch wissen, dass die Bußgelder, du hast es ja gesagt, erhöht worden sind, die sind 1994, seit 1994 sind die gleich. Man muss sich das einfach vorstellen. Wir haben die jetzt verdoppelt, aber es ist ja nicht Sinn, jetzt irgendwie mit Bußgelder die Leute abzuzocken. Das ist nie ein Sinn. Es ist eigentlich Sinn, nie ein Bußgeld zu erheben, sondern dass die ordentliche Bedingungen machen, dass die sich an die Regeln halten, dass die das einhalten und dann brauchen sie auch kein Bußgelder zu bezahlen. Also wir werden durch die faire Mobilität, durch die Gewerkschaften, durch die Tarifbindung, durch den Zoll, durch die Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Unfallverhütung und durch die Kontrollen auch der Gewerbeaufsichtsämter das massiv weiter begleiten. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das Buch schlagen wir zu und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Lieferkettengesetz zum Beispiel. Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Aber da Unbedingt. Bockt unser Koalitionspartner, ich verstehe den nicht, es geht um Menschenrechte weltweit. Ich weiß gar nicht, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Die stehen einem zu, von Geburt bis zum letzten Atemzug. Und die sind auch für alle Menschen auf dieser Welt gleich. Das sagt die Grundrechtecharta, das sagt unser Grundgesetz und das sagt der ganz normale Menschenverstand, dass die gleich sind. Und Leute auszubeuten, ist niemals gut. Von daher werden wir aber schon jetzt diese Fleischbranche weiterhin beobachten, dass auch unser Gesetz wirkt. Wir werden ja auch zum Beispiel das noch einmal evaluieren, das ist so ein schönes Wort, also nachgucken, ob das in Ordnung ist, überprüfen. Und wir haben ja auch im Gesetz niedergeschrieben, dass nach 4 Jahren Schluss ist mit der ganzen Leiharbeit. Das ist dann vorbei. Also von daher, oder nach 3 Jahren sogar schon, ist vorbei mit der Leiharbeit. Bis dahin müssen sie sich ordentlich aufgestellt haben. Ja, ich glaube, das sind zwar Leitplanken, aber sehr, sehr klar und deutlich ist es eigentlich, in welchem Rahmen eigentlich was noch geht. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh und kann dir sagen, bei mir hier im Wahlkreis ist eine ganz große Erleichterung eingetreten. Ich muss auch sagen, wir haben ja nicht alleine gekämpft, Bernd. Wir haben ja richtige Unterstützung bekommen, ne? Also Gewerkschaften hast du gerade schon erwähnt. Die NGG hier bei mir vor Ort war auch wahnsinnig stark. Der DGB, die faire Mobilität. Und dann gibt es natürlich die Wohlfahrtsverbände, die hier immer auch mit dran waren, in eigene Initiativen, IG-Werkverträge, so eine Interessensgemeinschaft, Werkverträge, die sich gegründet hat hier und immer wieder so den Finger in die Wunde gelegt hat. Das war wirklich schon eine klasse Gemeinschaftsleistung, die man hier tatsächlich gemacht hat, weil wir haben da ja richtige Rückendeckung bekommen. Es war eigentlich ganz gut, dass die Gesellschaft auch gesagt hat, wir drücken da kein Auge zu, sondern wir sagen immer wieder, es muss da weitergehen. Ne? Also viele Unterschriftenaktionen, die da gelaufen sind. Ich weiß auch noch, dass hier Kampak zum Beispiel hier bei mir hier vor Ort sehr viel Unterschriften gesammelt hat und gesagt hat, so, wir wollen das
Ganze unterstützen und können wir die Unterschriften nicht mal Hubertus Heil geben? Da habe ich noch mit Hubertus gesprochen, der sagt, klar kann man mir die Unterschriften gerne geben, aber eigentlich sind sie richtig bei der Union. Geben Sie die da ab, machen Sie da Druck. Und ich bin einfach total froh, dass es am Ende wirklich funktioniert hat. Und man muss sich, glaube ich, dann bei allen nochmal bedanken, die da mitgeholfen haben. Es war ja auch deshalb so schwierig und langwierig, weil die natürlich Angst hatten, dass wenn wir mal den Fuß in der Tür haben und Werkverträge und Leiharbeit verbieten können, was wir gemacht haben, dann kommen wir Sozialdemokraten auf die Idee und sagen, da könnte es doch andere Branchen geben, die auch nicht alle so ordentlich und sauber arbeiten. Und dann tun die vielleicht woanders das auch noch verbieten. Und genau das ist richtig. Und genau in diese Art und in diese Richtung überlege ich auch. Nicht grundsätzlich alles verbieten. Ich sage auch, in der arbeitsteiligen Wirtschaft brauchst du auch Flexibilität. Du musst auch atmen können. Es ist alles sinnvoll. Ja. Und Werkverträge sind auch grundsätzlich sinnvoll. Die gibt es seit weit über 100 Jahren im bürgerlichen Gesetzbuch. Für was brauche ich einen Werkvertrag, wenn ich irgendein Unternehmen habe und will dann eine Kantine oder die Aufzugswartung oder die Heizung oder der Reinigungsdienst oder, mache ich einen Werkvertrag. Dafür sind die auch da. Aber sie sind nicht dafür da, mein eigenes Kerngeschäft zu ersetzen und es so weit kommen zu lassen, dass niemand mehr verantwortlich ist. Dass ich als Arbeitgeber sagen kann, das sind ja gar nicht meine Leute, ich weiß ja gar nicht, wer da arbeitet. Das ist der Sub-Unternehmer und damit habe ich meine ganzen Verantwortungen abgegeben. Das geht nicht. Die Verantwortung bleibt immer bei einem. Und ein Punkt war uns auch noch wichtig, die Arbeitszeiten dort. Also es ist wirklich keine Seltenheit, dass Leute aus Osteuropa zu uns kommen, die werden mit dem Flugzeug hierher geflogen, die werden am Flughafen abgeholt, die werden in diese Sammel- oder Gammelunterkünfte gebracht, dann werden sie in die Fabrik gefahren, abends wieder zurück und irgendwann fahren die wieder nach Hause. Ja. Und der erste Monat wird manchmal geprellt. Das ist so, das erfinde ich jetzt nicht, das ist Fakt, das ist nachweislich. Und der letzte Monat wird der Lohn geprellt, weil man sagt, ja, am Anfang da hat die EDV noch nicht so funktioniert und sehr froh, dass du doch mal hier bist und der Flug hat gekostet und dies. Und zum Schluss sagen wir, ja, du gehst ja eh bald weg, warum soll ich dir Lohn bezahlen? Man muss sich das einfach vorstellen. Ja. Und deswegen ist wichtig, dass wir jetzt die Arbeitszeiten auch manipulationssicher aufzeichnen. Und nicht irgendwie auf dem Zettel oder irgendwie in so einer Datei, sondern mit einer digitalen, kommst du mit ins Spiel, digitale Agenda, mit einer digitalen Arbeitszeitaufzeichnung, manipulationssicher, damit auch der Zoll, wenn er kommt, nachprüfen kann, wer war denn da. Und zur Arbeitszeit ist es so, dass die beginnt, wann man beginnt und nicht, wann man irgendwie das erste Messer an der Werkbank hat. Das heißt, diese Rüstzeiten, sich umzuziehen, an die Werkbank zu gehen, ganze Hygienemaßnahmen einzuhalten, zum Schluss alles abzulegen, zu reinigen, sich selber zu duschen und so weiter, bis man das Werksgelände wieder verlässt, ist Arbeitszeit. Das ist nicht so, dass wir das in unserem Gesetz jetzt erfunden haben. Das ist Bundesarbeitsgerichtsurteil, ist Rechtsprechung. Ja. Aber ja. Die haben sich nicht dran gehalten. Die haben jeden Gar Tag nicht. 20, die 30, Realität war eine komplett andere. 40 Minuten alle Leute um die Zeit betrogen. Damit ist jetzt Schluss. Ja. Und der Stefan Adamski schreibt vorhin, er wird auch, oder es gibt ein Verdi-Projekt, was die Umsetzung der Kontrollen nach dem Arbeitsschutzkontrollgesetz ganz eng begleitet. Da bin ich auch überzeugt, NGG, Verdi, die ganzen Gewerkschaften, faire Mobilität, wir passen da alle auf. Ja, genau so ist es. Und ich habe, als ich das erste Mal mit diesem ganzen Thema konfrontiert wurde, vor gut 6, 7 Jahren jetzt, und dann mal mit dem Unternehmen, dem großen Unternehmen hier aus dem Kreis Gütersloh mal Kontakt hatte, mit dem Geschäftsführer mich unterhalten habe und gefragt habe, so, wie viele Leute arbeiten denn bei Ihnen im Unternehmen? Und der mir gesagt hat, also da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie viele Schweinehälften wir jeden Tag hier zerlegen. Und da habe ich nur gesagt, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und das ist immer noch das Bild, was ich da tatsächlich habe und was mich jetzt über die Jahre begleitet hat. Ich habe die Frage nämlich im Laufe der Jahre ein paar Mal noch gestellt und immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Und damit ist jetzt Schluss, genau so wie du es sagst. Jetzt ist nicht mehr, wir reden nicht mehr über Schweinehälften, wir reden über Menschen. Und es wird jetzt auch endlich mal Zeit darüber. Also ich habe mir auch oft überlegt, wer denn die ärmeren Schweine sind. Sind es die 30.000 Schweine, die 30.000? Ich habe das nicht geglaubt. Dann habe ich mehrere Quellen angeschaut. In einer Fabrik. Genau. In einer Fabrik pro Täglich. Tag.
Ja. Pro Tag Ja. werden 30.000, ich habe das noch nicht ausgerechnet, wie viel sind denn das pro Stunde, pro Minute? Das muss man mal teilen. 30.000 am Tag Schweine werden dort geschlachtet. Was macht es auch mit Menschen, wenn die dort beim Töten, Schlachten, Zerlegen, wie sieht es aus? Das ist ein Wahnsinn, was da passiert und vieles geht in den Export. Ich nochmal, wir sind ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie das alles schlecht finden und zumachen. Wir sind doch froh, dass wir gute Unternehmer haben. Aber die Unternehmer sollen auch ordentlich arbeiten und die sollen ordentliche Bedingungen schaffen und sollen sich halten und nicht versuchen, ein Milliardengeschäft zu machen auf eine Infrastruktur wie die unsere und sich kaputt zu lachen nach dem Motto, die kriegen alle nichts gebacken und ich mache einfach weiter so. Und hier haben wir auch gesehen, dass Politik funktioniert. Oft wird ja uns vorgeworfen, das funktioniert alles nicht. Leute, wir haben die Grundrente umgesetzt. Wir haben jetzt die Fleischbranche mal. Und jetzt könnte ich noch 20 andere erzählen, aber deswegen sind wir heute Abend nicht zusammengekommen. Genau. Die Politik funktioniert und auf Genau uns so kann ist man sich es. verlassen und uns kann man schreiben, wenn man will, eine E-Mail und uns kann man auch wählen. Das wäre das Genau. Allerwichtigste, das wäre das Genau. Allerwichtigste eigentlich. Und wir passen dann immer darauf auf, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Arbeitsbedingungen haben. Und ich grüße hier einfach mal die Anke Unger, von der ich gerade sehe, dass sie nämlich zuguckt. Und Anke ist nämlich unsere DGB-Vorsitzende hier in der Oh. gesamten Region und ist ja auch immer ganz vorne dabei bei diesen Themen und wir sind da im ständigen Austausch. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Sozialdemokraten da immer ganz, ganz eng zusammenarbeiten mit den Gewerkschaften. Und zwar ist es auch großes Anliegen, am Ende ein Arbeitsschutzkontrollgesetz zu haben, wo die Gewerkschaften mitgehen und sagen, ja, damit sind wir zufrieden. Das ist ja immer ein ganz, ganz großer Indikator für uns ja auch, Bernd. Und das haben wir ja geschafft. Ne? Da können wir wirklich Also, stolz drauf das sein. will ich auch immer deutlich ansprechen. Man glaubt gar nicht, wie viel Lob, das man ertragen kann, bevor man zugrunde geht. Und es ist natürlich schon wichtig, dass wir mit den Gewerkschaften Hand in Hand zusammenarbeiten. Wir sind keine Gewerkschaftspartei und die Gewerkschaften sind auch keine SPD-Gewerkschaft. Nee. Aber wir haben die gleichen Wurzeln. Wir kämpfen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, gleiche Zeit eigentlich. Dadurch sind wir ja entstanden auch für eine bessere Arbeitswelt, für ein besseres Miteinander. Und dieser Kampf treibt uns an. Deswegen waren wir in diesem Arbeitsschutzkontrollgesetz auch ganz eng immer abgestimmt mit den Gewerkschaften. Wir haben auch gesagt, Leute, wir haben uns jetzt besprochen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sagt bitte auch, das ist in Ordnung. Nicht, dass er dann kommt und sagt, ja, und wir haben noch irgendwie was gefunden, was vielleicht doch nicht so gut wäre, liebe Anke Unger. Habt ihr nicht gemacht, habt ihr gut gemacht. Ihr habt gesagt, das ist der richtige Weg und habt uns auch gelobt. Das hat uns auch gut getan, weil wir müssen doch das auch raustragen jetzt. Weißt du, es gibt Leute, die sagen sich, gibt es denn die Bratwurst oder die Grillwurst oder die Currywurst noch im Sommer? Und bekomme ich auch noch mein billiges Steak oder mein billiges Schnitzel? Dazu will ich einfach sagen, Fleisch darf niemals ein Luxusgut werden, wo sich kein Arbeiter oder kein Student oder sonst wer mehr leisten kann. Aber es hat auch niemand ein Anrecht darauf, dass Fleisch eine Ramschware wird oder bleibt. Und wenn man manches Prospekt aufschlägt, und man sieht, wie viel das da 100 Gramm kosten, dann kann irgendwas nicht stimmen, weil irgendeiner zahlt die Zeche dafür. Die Genau so ist Tiere, es. die Menschen, die Umwelt, wir alle. Und Und das auch kann, die Tiere, ne? ja, Muss sei ja, man ja die auch sagen. Tiere, der Ja. Mensch, die Umwelt, alle. Also von daher geht es nicht. Wir müssen mit den Ressourcen oder Schöpfung, kann man dazu sagen, einfach anders umgehen, wie wir das oftmals gemacht haben. Ja. Genau so ist es. Und das ist ja sogar ein neues Thema, was jetzt nochmal abendfüllend wäre, Bernd. Ne? Da unterhalten wir uns vielleicht nochmal gesondert auch drüber. Weil, ja, so mit Blick auf die Uhr haben wir ja eigentlich schon überzogen. Ich glaube, ich könnte dir jetzt noch ganz viele Fragen stellen und wir könnten uns noch ganz viel unterhalten.
Vielleicht machen wir das einfach nochmal im neuen Jahr auch und gucken nochmal, wie das Arbeitsschutzkontrollgesetz wirkt, was vielleicht die nächsten Projekte sind. Du hast ja gerade schon angesprochen, Lieferkettengesetz. Du hast auch gesagt, es gibt ja Werkverträge auch in anderen Branchen und da müsste man ja auch nochmal gucken, wo es vernünftig funktioniert, so wie wir uns das vorstellen und wo nicht. Ich höre ja unter jedem Post von mir zum Arbeitsschutzkontrollgesetz hat mindestens eine Person kommentiert, was ist denn eigentlich mit zum Beispiel der Logistikbranche? Da läuft es genauso. Es ist nicht nur das Fleisch. Und ja, es ist so. Wir müssen einfach halt nur gucken, wie weit kommen wir mit unserem Koalitionspartner. Ne? Das ist dein Job, Elvan. Du bist im Verkehrsausschuss und du hast vielleicht mitbekommen, dass ich über das Etat in der Haushaltsberatung von Arbeit und Soziales 700.000 Euro rausholen konnte für MobiFair. MobiFair ist ein Verein, der genau diese Ungerechtheiten im Verkehrssektor sich anschaut. Und wenn der Helmut Diener zuschaut, das ist der Chef von diesem Verein, das ist ein alter Weggefährte. Ich war ja vor dem Bundestag über 30 Jahre Eisenbahner, von der Pike auf, mit 14 zur Eisenbahn gegangen, an die Werkbank. Und da habe ich den Helmut schon kennengelernt. Der Helmut ist der Chef von dieser MobiFair. Schreibt er das mal auf, die kriegen jetzt 700.000 Euro, dass sie nämlich auch das Ganze aufdecken. Und ich sage dir, dort geht es auch zu, so ähnlich wie hier. Da werden Lenkzeiten, Arbeitszeiten überschritten. Ja, ich will gar nicht alles erzählen, sonst wird es den Leuten schwindelig. Aber das ist nicht in Ordnung. Und über sowas können wir vielleicht das nächste Mal reden und dann besprechen wir das alles. Und ich fand auch sehr schön, Elvan, wir sind ja unter uns, es hört ja niemand zu, wie nett und wie schön wir jetzt uns über diese ganze Politik unterhalten können, weil die Details, die wir gemacht haben, das ist eine. Aber die Menschen, die da zuschauen, die müssen doch wissen, was die große Erzählung drumherum ist, was die große Story drumherum ist. Warum haben wir denn das gemacht? Nicht, weil uns langweilig war oder weil wir irgendwie gedacht haben, jetzt ärgern wir mal jemand, sondern weil wir was erkannt haben. Und dieses Vertrauen in der Politik zu bekommen, dazu gehört auch Interesse und Bildung. Jetzt weiß ich nicht, ob alle 41 Minuten bei uns zugeschaut haben oder ob sie eingeschlafen sind und gesagt haben, boah, das war so lange. Meistens schaut mir immer irgendwo 3, 4, 5, 6 Minuten zu. Aber das zu begreifen, ich glaube, das war wunderbar heute Abend und großes Lob an dich, Elvan. Ja, ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine ganze Ausdauer in diesem Jahr, weil du hast es geschafft, dass wir dieses Arbeitsschutzkontrollgesetz haben. Und damit hast du mir und allen Menschen hier im Kreis Gütersloh, das darf ich einfach mal sagen, ein riesengroßes Geschenk jetzt auch nochmal zu Weihnachten beschert. Das ist wirklich klasse. Das ist ein ganz, ganz großer Verdienst. Und ich habe sogar einen Wohlfahrtsverband, der mich und dem Herrn Brinkhaus nächsten Monat eingeladen hat. Und sich nochmal bei uns bedanken möchte mit so einer kleinen Dankesveranstaltung. Sowas gibt es ja selten, dass Politiker mal eingeladen werden aufgrund eines Gesetzes. Wir verabschieden ja jede Woche X Gesetze und dass es mal ein Dankeschön gibt. Also du siehst, das schlägt hier richtig Wellen, Bernd. Und Das deshalb nochmal ein fällt ganz, schon ganz auf. Gell? herzliches Dank an dich dafür Ja. deine Beharrlichkeit und dass wir am Ende wirklich so ein gutes Gesetz haben. Das fällt schon auf, wenn man so oft beschimpft wird als Politikerin, als Politiker, wenn dann einmal jemand lobt. Ein allerletztes muss ich vielleicht loswerden, weil es Gerne. wirklich wichtig ist. Den Metzger um die Ecke, den kleinen Metzger, den stärken wir, den schützen wir. Davon haben wir doch sowieso viel zu wenig. Die haben doch mit Problemen des Nachwuchses und so weiter zu kämpfen. Deswegen gilt unser Gesetz nur für Betriebe über 49 plus noch Verkaufspersonal sogar dazu, also große Betriebe. Die kleine Metzgerei um die Ecke, die hat nichts zu befürchten und deswegen haben die sich auch in einem Dankeschreiben, ich glaube, du hast auch eins bekommen, sehr, sehr bedankt bei uns, dass wir hier nicht irgendwie Tabula Rasa gemacht haben, sondern genau hingeschaut haben, wo müssen wir was tun und wo müssen wir die eher in Ruhe lassen oder gar sogar noch stärken, dass die ihren Job machen können. Und das haben die sehr, sehr wohlwollend aufgegriffen, haben sich sehr bedankt. Ja, das ist, glaube ich, echt immer wichtig, das so zu machen, nochmal zu sagen, dass wir da wirklich mit Augenmaß dran gehen. Genau. Also ich komme nach Gütersloh, gell? Ja, auf jeden Fall, ist jetzt abgemacht, Deswegen, ne? Ich wenn freue die mich, alle so Bernd, auf sind wie deinen du, Besuch. dann sind das ja ganz nette Leute, Elvan. Ja, unbedingt. Und sowas von viele. Kannst dich drauf Ja. verlassen. Den Ich freue mich, DGB Bernd. besuchen wir dann und dann gucken wir uns mal so einen Fleischbetrieb an. Gerne, gerne. Wir haben hier viele gute Familienunternehmen, das machen wir.
Super. Klasse. Ja, dann frohes Fest euch allen, die da zugeschaut haben in dem Chat und alles, alles Gute. Aber schalt auch mal ab, ne? Wir müssen den Akku wieder vollkriechen. Ein bisschen Ruhe. Das werde ich machen. Ich freue mich jetzt auch um meine kleine Tochter und ein paar ruhige Familientage. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Wir Ich sehen wünsche uns dir wieder auch. am 10. Januar oder Genau. 11., glaube ich, ist es. Ich weiß gar nicht. 11., glaube ich, ist der Montag, oder? Da reisen wir wieder nach Berlin und bis dahin bleib gesund. Alles, alles Gute. Vielen, Danke vielen sehr. Dank, liebe Elvan. Herzlichen Und bis Dank dir morgen. auch, Bernd, und allen, die noch zuschauen. Frohe Weihnachten, alles Gute und wir bleiben einfach im Austausch. Schönen Abend Machen wir. allerseits. Tschüss. Tschüss.